Hallo Leute und damit herzlich willkommen hier zu Let's Play Emergency 3. Wie ihr schon gesehen habt, ist eine Bombe im Kino und genau aus dem Grund würde ich erstmal sagen, wir holen uns erstmal Polizei. Nee, warte, Entschuldigung. Schützen. So, und treffen hier schon mal so ein paar Vorkehrungen, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe echt das Gefühl, diese Bombe wird hochgehen und... Ja, was soll man da noch groß zu sagen, ne? Ach so, vielleicht ein Polizeihelikopter, weil ich glaube, der kann auch evakuieren. Also, weil die, dann müssten wir dieses Kino evakuieren. Und, oh mein Gott, es wird... Naja. Aber hey, ich glaube sogar, ist das hier nicht diese... Ne, das ist doch nicht die ganz so die Location von dem... Aber guck mal, schaut euch mal an, wie viele Leute hier sind. Zwei. Ja, das sind schon eine ganze Menge. So, wichtig ist, wir müssen diesen komischen Bombenleger verhaften. Das Problem ist, weißt du zufällig, wo der ist? Nö. Ich auch nicht. Bombenleger. Nee, okay. Ich bin sicher, dass er nicht genau in der Telefonzelle neben dem Kino ist. Schon unterwegs. Was ist der da oder ist der da? Evakuieren. Das ist jetzt erstmal wichtig. So, jetzt hole ich mir... Hier spricht die Polizei. Ja. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Wie viel Budget? Wir haben eine ganze Menge Budget, ne? Okay. Buget, buget. Wichtig ist, alle Brände müssen verhindert werden. Ein Löschpanzer wäre auch ganz toll. Und die Frage ist natürlich, wenn sich das Ding bis hierhin ausbreitet, soll ich vielleicht schon mal ein Feuerlöschboot? Weil guck mal, hier ist immerhin Wasser. Ich könnte mir ein Boot holen. Ja, versuch's mal. Ganz ehrlich, ich habe echt ein bisschen Angst, was passiert. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal... Okay, das Kino ist offen. Wir schicken vielleicht mal einen Ingenieur... Ich hole mir erstmal einen Ingenieur. Und... werde probieren... Okay, erstmal kurz das Kino betreten. Wichtig ist also, der Helikopter... Ich muss darauf achten, dass der Ingenieur, der rausgeht, bevor die Bombe hochgeht. Der Helikopter kann ja natürlich die ganzen... Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist hier das Kino? Ich glaube, das hier ist das Kino. Nein, das ist eine Disco. Halt dein Schnauze. Vielleicht ist das ein Kino. Ich muss natürlich jetzt gucken, wo postiere ich meine Leute, weil ich habe... Ja, die Zeit läuft runter, ich habe noch genau 8 Minuten noch was. Um halt... sozusagen... Ich baue mir hier erstmal eine kleine Sperre auf. Und zwar muss hier erstmal abgesperrt werden. Alle Leute müssen das Kino verlassen. Ach Gott, dieser scheiß Hubschrauber. Hat der jetzt dieses Gebäude evakuiert? Nochmal evakuieren, weil da sind nämlich schon wieder Leute reingerannt. Fahrzeug eingetroffen. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Okay, einen Moment. Auf dem Weg. Bin halt, nicht Fahrzeuge anhalten, Zivilisten wegschicken. Auf dem Weg. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt... Oh Mann. Hallo? Hast du evakuiert? Weil da sind immer noch viele Menschen drin. So, genau. Ich hole mir mal am besten noch einen Mannschaftswagen. Mit Polizisten, weil... Und vielleicht noch einen Psychologen. Tanklöschfahrzeug kann ich hier postieren. Hier ist auch noch ein Tanklöschfahrzeug. Eins würde ich ganz gerne hier hinstellen. Ich muss auch überall... Rüstwagen. Kann man hier drauf fahren. Fahrzeug eingetroffen. Wichtig ist vielleicht, dass ich auch schon mal die Bäume fälle. Weil Bäume sind natürlich immer... Ja, das wäre vielleicht eine gute Option. Guck mal nach Telefonzellen. Okay, warum? Meinst du, der ist in der Telefonzelle, der Typ? Ja, ich denke mal. Aber... Oh Gott, ich muss erstmal den Ingenieur. Schon unterwegs. Vielleicht kann der die Bombe ja entschärfen. Ich denke nicht. Ich glaube auch nicht, aber...
Telefonzellen. Gehen wir mal zum Kino. Ja. So. Und Dan guckt dich da mal um, ein Stück weiter rechts. Ich muss erst mal kurz gucken, wo sich denn die Bombe befindet. Mann, in dem Film sah das Kino viel größer aus, man hat doch keine Kino. Ich weiß, aber ich würde gerne wissen, wo die Bombe ist. Scheiße, Leute, scheiße. Wo ist die denn? Ist doch unter irgendeinem von diesen Sitzen. Da! Oh, ich hoffe, er kriegt sie, aber ich glaube nicht, dass er sie entschärft bekommt. So. Jawohl. Wichtig ist, dass der ganze Rest von den ganzen Menschen jetzt noch rausgeht. Guck mal gleich nochmal ein Stück nach rechts. Sofort, ich muss die erstmal einschicken. Ja. Weiter rechts. Okay, jetzt gehen wir noch nach oben. Links. Ja, okay, dann. Dieser dämliche Bombenleger. Weiter rechts. Hier wird es zum Eingang des Kinos. Ja. Und dreh dann die Kamera. So, und jetzt gehen wir da ein Stück nach rechts. Da ist eine Telefonzelle. Weiter. Ich habe nur noch 5 Minuten noch was. Ich muss Vorkehrungen treffen. Wenn die Bombe hochgeht. Ansonsten sterben einfach zu viele Menschen. Ja. Hat der Ingenieur probiert, die. Der probiert es aber. Oh, verdammt. Roger. Wird nicht klappen. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So, ich muss absperren. So, wo ist jetzt mein zweiter Mannschaftswagen? Ich hätte mir da noch einen geholt. Ciao. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Okay, der Ingenieur versucht bis zum Schluss sein Bestes. Dann kannst du, glaube ich, mal feuern, wenn er mit Schläuchen ausrüstet. Ja, ich weiß, mache ich auch gerade. Auf dem Weg. So, die ganzen Menschen müssen natürlich nach draußen. Bin unterwegs. Ja. Hast du eine Ahnung, wer sein könnte, der Bombenleger? Nein, leider nicht. Was ich auf jeden Fall, ich habe mir nämlich schon mal eine kleine komplette Lösung angeguckt. Da stand auf jeden Fall irgendwas mit einer Telefonzelle, aber wer weiß, vielleicht kommt er auch erst. Vielleicht kommt er aber auch erst. Bin unterwegs. Wenn, wo steht noch, bis die Bombe hochgeht? Auf dem Weg. Da unten. 5 Minuten noch was und der Ingenieur schafft das auf keinen Fall. Ja, der Film scheint auch nicht sehr gut zu sein, da. Ja, ansonsten wären sie ja nicht alle gegangen, ne? Ja. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir alle Leute hier rauskriegen. Schon unterwegs, ja. Hoppla. Frage ist, wer hat die Bombe gemeldet? Schon unterwegs. Plan, du. Bin ich hier der Krösus? Ich bin hier nur der Mensch, der. Psychologe! Psychologe! Befragen! Nee, du konntest ja die Bombe, der Bombe Mut zusprechen. Ja, das stimmt. Das könnte ich. Bombe? Was? Wo? Och, toll! Was? Bin unterwegs. Bombe, was, wo? Schon unterwegs. Wie, wie, wie? Bin unterwegs. Wer, wie, was? Okay. Wieso, weshalb, warum? Wird gemacht. Oh, verdammt, weißt du, was ich vergessen habe? Diese Menschen ausrüsten mit einer Kettensäge. Okay. Ich weiß, es klingt komisch. Motorkettensäger. Bin unterwegs. Es klingt wirklich strange, aber sofort. Das ist eigentlich... Der für eine komische Drehtür. Ich brauche noch 2 TLFs mindestens. Nein, TLF. Dem ich hier drehe, der braucht viel zu lange zum Installieren. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Das Auto habe ich weggestellt, glaube ich. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Weiter weg. Ich weiß, kommt noch. Ich muss hier erst noch Platz schaffen. Auf dem Weg, auf dem Weg. Schon unterwegs. Fahrzeug eingetroffen. Weg, weg, weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Sofort. Wegschicken. Ich muss diese Wegschickblockaden immer weitermachen. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Wird gemacht. Das ist ja Psychologe, ne? So, wie lange habe ich noch? 3 Minuten noch was? 3 Minuten 53. Okay. Bis die Bombe hochgeht. Da muss ich auch schnell, schnellstmöglich meinen Ingenieur rausholen. Der hat da hinten angeschlossen. Bin unterwegs. Alles klar.
Los geht's. Kein Problem. Bin unterwegs. Maxman und die Katzen. Ja, meine Katzen. Die machen jetzt einfach mit, ne? Ja, so, jetzt darf meine Katze zugucken. Guck mal. Das ist nett. Der liebe Ossi spielt gerade Emergency. Das ist eine Bombe, guck mal. Okay. So. Die Menschen. Okay, gut. Baum. Ich würde die Fahrzeuge ein bisschen weiter wegstellen. Ja, mein Vater war übrigens gerade drin. Ich muss ich näher dran denken. Woran? Dass ich das vielleicht rausschneide. Ja. Machst du so ein bisschen. Nö, ich weiß. Schon unterwegs. Ja, meine Katze ist gerade ein bisschen nervig. So? Ja, das ist doch alles schön. Ich hoffe jetzt natürlich. So, 2 Minuten noch was. Der Ingenieur wird das nicht schaffen. Er muss jetzt mit dem Bombenmensch helfen. Also die müssen wir definitiv kontrolliert hochgehen lassen. Ja, kontrolliert hochgehen lassen. Klingt komisch. Ist aber so. Nee, ganz ehrlich, ich weiß, was ich glaube. Was denn? Oder allgemein das nicht schaffen kann, die zu entschärfen. Denke ich mal. Und was mich auch wundert, wer hat die Bombe gemeldet? Hm. Ich weiß nur. Nein, die kamst du nicht hin, da ist das Mikrofon. Okay. Ja, ich ist gerade ein bisschen doof mit der Katze. Ja, merkst du mir, probier mal deine Katze hier im Zaun zu halten. Stubenkäger. Ja. So. Die kann ja gerade nicht rausgehen. Zumindest will sie gerade nicht raus. Ein Moment, so, ich muss jetzt erstmal kurz. Bin jetzt erstmal kurz mit überlegen. Schon unterwegs. Wird gemacht. Dabei Katze willst du nicht mit dem Fischen spielen? Bin unterwegs. Okay. Auf dem Weg. Der Löschpanzer. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zu nah an dem Kino dran sind. Ja, ich weiß, okay. Ich auch. Das Problem ist halt nur. Ich denke mal, bis zum roten Teppich, wenn man das so weit absperrt, ist das okay. Wichtig, dass ich das Ding vielleicht nochmal evakuiere. Bin unterwegs. Die Menschen. Auf dem Weg. Wie gesagt, das mit den. Oh Gott, was. Habe ich etwa 2 Feuerlöschboote geholt? Ja, ich bin. Toll, ich brauche noch. Bin unterwegs. Sicherungspersonal. Ja, das ist ja. Okay, 2 Minuten noch. Also das ist wirklich eine harte Mission, die auch lange gehen wird, wenn wir sie dann schaffen. Ich hoffe, ich glaube mal. Ich meine, du bist ja hier so der Sprengexperte von beiden. Der Sprengexperte? Ja. Ich habe deine Katze jetzt erstmal ein bisschen entnervt. Ja, das ist schön. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die zwei Lefts, die ich hier habe, nicht reichen werden. Und ich hoffe einfach mal. Denn so, gib mir mal mein Buch für wichtige Notizen. Wo ist denn dein Buch für wichtige Neben Notizen? Dir. Das ist da, genau. Achso, entschuldigen Sie. Hier ist Ihr Buch für wichtige Notizen, mein lieber Herr. Da steht auch drin, Notizen. Hier, zum Beispiel. Okay, so, in der Folge. Müsste jetzt ganz gut abgesperrt sein. Hoffe ich. Der sieht man auf dem Baum ab. Frage, Verkehr. Wie sieht's mit dem Verkehr hier aus? Muss man den irgendwo umleiten? Ich glaub nicht, ne? Fehlt ja keiner lang, oder? Schon unterwegs. Dann muss ich einen zum Umleiten schicken. Ich hab hier ein Buch, wo mir Sachen drin stehen. Mit dem Löschpanzer werde ich direkt ins. Okay, und da wahrscheinlich auch viele Trümmerteile rumliegen, werde ich mir gleich mal einen Berg. Ja, das ist ja auch logisch bei der Explosion, oder nicht? Nee, also ich hab hier ein Buch, wenn hier irgendwas passiert. Was ich noch ändern muss, dann. Hier hinten werde ich meinen verletzten Sammelplatz einrichten. Das. Da sind halt Notizen drin, dass ich dann weiß, was wann zu tun ist. Okay. Die Sachen rauszuschneiden. Sehr gut. Ungefähr bei. Okay, wie lange? Okay, 45 Sekunden. 45 Sekunden, das schaffst du. Jetzt versuch mal die Autos ein bisschen aus dem Weg zu kriegen. Die? Ja, also ein bisschen auf Abstand. Polizist, Fahrzeuge umleiten. Müsste klappen. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage. TLF muss hier ganze Arbeit leisten. Posten? Ja. Die Katze sitzt auf deinem Stuhl. Okay. Dann ist das so.
Okay, hier sind einfach zu viele Hydranten. So, ich hoffe, dass eine, ja, zu viele Hydranten, also das Feuer wird sich, denke ich mal, in diese Richtung ausbreiten. Bin unterwegs. Das eine Feuer löscht. Bin unterwegs. So positionieren, das andere so. Schon unterwegs. Also wie gesagt, Feuer löscht Tote erstmal natürlich nur als... Okay, 10 Sekunden, Maxman. Okay, bis 10, zur Detonation der 9, Bombe. 8, 7, 6, 5. Irgendwie kommt das länger vor als eine Sekunde. 4. Irgendwie zwischen Dates haben. 3, 2, 1. Okay. Frohes neues Jahr! Ach, halt dein Schnauf. Wer ist das da? Nein, nein, nein. Und Pam. Und der Engine nach, oder? Nein, ich hab schon erst recht. Schade. Okay. Gut. Das Kino. Ist, die Bombe ist jetzt offiziell explodiert. Die Bombe ist hochgegangen. Müssen wir erstmal. Und? Hey! Das ist gut. Und ich hab. Oh verdammt, jetzt habe ich den Baum natürlich vergessen, den ich hätte absägen müssen. Das wäre der gewesen. Das kann ich auch runterschneiden. So, okay. Ich muss natürlich schauen, wo brennt hier was? Und also, die Frage ist ja, wo brennt es denn? Da hinten brennt auf jeden Fall das. Der Baum ist da. Ja, das ich. Den hätte ich auch absägen können. So, was brennt hier hinten? Okay. Oh, oh. Ja, ein Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann kriege ich bis jetzt. So, okay. So, dann werde ich auf jeden Fall mal mein Bergefahrzeug holen. Und immer gucken, wo hier fette Teile sind. Alles hier klar. Zum Beispiel ist ein fettes Trümmerteil. Bring schon mal einen Sanitäter irgendwie nach hinten. Ein Sanitäter oder ein Notarzt? Notarzt nur, erstmal, wegen dem Feuerwehrmann. Okay, das Problem ist, ich habe leider immer noch den Bombenleger nicht gefunden. Na gut, ich kann. Geh mal geradeaus. Jetzt rechts. Mach schon nach rechts. Warte, einen Moment, ich muss gucken, wie weit sich der Brand ausdehnt. Okay, hier hinten braucht ich auf jeden Fall noch Hilfe. Also Unterstützung. Einen Moment. Kurz vor. Oh oh. Was war das für ein Auto? Ich glaube der Mannschaftswagen, ne? Da waren aber glaube ich keine Polizisten mehr drin. Ja, das war ein Mannschaftswagen. Nee, der Wagen haben wir jetzt alle rausgenommen. Okay. So, ich muss einmal ganz kurz überlegen, ob ich hier das sind alles Kettensägen feiern kann. Soll ich mal gucken, wo der Bombenleger ist? Wo, wie gucken, wie willst du das gucken? Ach so, ja, bitte, bitte, bitte. Gerne. Also, hier steht, genau hinter dem Kino, gegenüber vom Eingang, befindet sich ein freier Platz mit 2, in Klammern bei uns, abgesägten Bäumen. Ja. Und 2 Hydranten. Von dort aus noch mal etwas nach nördlich und ein Stück nach rechts, eine Telefonzelle. Ach da, meinst du so einen Typen mit einem Anzug? Es sind 2 Typen und wenn du in die Nähe bist... Der eine hat einen Armeeanzug an, ja. Da schicke ich sofort meine Schützen hin. Ja. Nein, nein, die schießen sofort, aber es ist besser, die festzunehmen, weil sonst ist das Effizienz nicht. Ja, dann hole ich mir Blendgranaten. Okay. Okay, vielen Dank, Maxman. Das haben wir noch erledigt. Eine große Hilfe. Ja, wie immer, ne? So, ich muss mal kurz gucken. Da ist nämlich eine verletzte Person. Wo? Da. Ah, okay. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Ja, sie wurde ja auch erschlagen. Mir sieht es ganz schön platt von der Explosion. Oh. Meine Witze werden auch immer schlechter. Ja. Nein. Ja, dann liegt das Trümmerteil auf die Straße. Den TLF würde ich gerne an deinen schicken, genau. Ja, genau. Weil dahin wird sich nämlich wahrscheinlich das Feuer ausbreiten. Die Feuersprute grün das Gebäude drüber, aber gut, das gefällt mir. Ja, ich weiß. Deswegen, ich meine, ich habe die, und so wie es aussieht, das Feuer eigentlich sehr gut bekämpft aus und es hat sich nicht ausgebreitet. Leider. Okay, die sieht sehr stabil aus, diese Person. Auf dem Weg. Alles klar. Okay. Du schaffst das, Ossi. Ja. Hast du denn schon Erfahrungen privaterweise mit Bombendrohung? Mit Bombendrohung? Oder so in die Richtung, irgendwas? Nein, ich weiß. Oh Gott. Nein, ich weiß auf jeden Fall nur, dass an unserer alten Schule mal ein. Ja, da war ich dabei. Ein Amoklauf war. Also nein. Also kein direkter Amoklauf, aber eine Drohung. Ja. Schnell, zurück. Wird nicht geworfen? Nein. Ich werde probieren, die von. Ich werde probieren, die einzukesseln. Ja, er ist es. Er ist es.
Nein. Auf den Weg. Verdammt. Bin unterwegs. Verdammt, Ben. Bin unterwegs. Jetzt hat er seine Knarre gezogen. Oh Gott, nein, nicht. Ja. Kann ich nicht probieren, den Knopf zu werfen. Komm. Ich weiß, ich muss mich auch um die Verletzten kümmern. Funktioniert das? Lass mich mal losschicken. Funktioniert nicht, hat nicht funktioniert. Warum? Also ich brauche neue Blendgranaten. Ja, und ein besseres und einen. Oh, fuck. Vielleicht gesunden Schützen. Ich hab leider keine Schützen. Nein, das ist ein Notarzt und der kann dir heilen. Ja, ich weiß, aber ich muss jetzt mal kurz gucken, dass ich hier meine Notärzte anders einplane. Okay. Und mir vielleicht ein. Co-Op-Mission wäre auch cool. Ja, dass einer so ein, dass einer die Leute spielt und der andere die Leute. Einer macht Feuerwehr, der andere macht Polizei und Notarzt oder sowas. Das wäre, finde ich, wirklich cool. Er rennt gerade durch den Notarzt hin. Wir sind immer nicht schützen. Wir sind gerade auf dem Weg zu Manchas Wagen. Den helfen wollen? Nein. Wenn? Arbeit. Nee, nein! Nicht das, ein anderes. Es gibt hier noch. Oh, fuck, da steht der Polizist auf diesem Tier. Ich brauch, glaube ich, noch ein paar mehr Notärzte. Ja, das glaube ich auch. Bin unterwegs. Wird gemacht. Da ist auch noch einer. Oder? Kann man ganz kurz? Ja. Hier? Ich sah nur von der Seite so aus, wie man sieht. Ja. Weg. Gut. Aber ansonsten, shit, ich weiß nicht, was ich mit dem Schützen. Schießen die auf die? Nee, die schießen nur auf meine Einsatzkräfte. Ja. Wäre vielleicht auch ganz lustig, einen Mannschaftswagen vorzuschicken. Ach so ein. Ach genau! Wie dumm bin ich eigentlich? Ich schicke einfach den Panzerwagen hin, die ballern da drauf. Warte, du solltest die beiden erst einsteigen lassen. Nö, der eine ist dran. Einer. In dem sollten wir müssen warten lassen. Das Problem ist, ich muss mich jetzt erstmal hier um die Person kümmern. Sieht ganz gut aus. Ossi, das schaffst du. Ossi. Ja, wir hatten unsere Schule war mal ein Amoklauf. Also eine Amoklauf-Drohung. Drohung, ja, und das war schon ziemlich seltsam. Ja, also es war auf jeden Fall komisch. Ne? Ich wollte einfach nur, ich, Klasse 5, wollte einfach nur auf die Toilette. Auf einmal steht da so ein Polizist mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Hab mir auch so gedacht, Alter, okay. Ich muss doch nicht mehr. Ich, ja. Ja, ich bin der kleine Ossi, ich muss auf die Toilette. Ja, okay. Boah, los, Kran, leg den Scheiß ab. Es gibt hier noch mehr Leute. Wo ist denn mein? Warte mal. Oho. Der steht noch unten. Ach ja. Entschuldigung. Bin unterwegs. Und der kommt da nicht durch, wegen dem Trümmer. Teil. Doch, der so. Ist schlau, der nimmt einen Umweg. Okay. Wolltest du nicht doch Männer nachschicken, Notärzte? Ja, mach ich gleich. Ich muss jetzt erstmal nochmal genau gucken. Was ich mir vielleicht auch mal holen sollte, sind so eine Suchrunde. Es gibt Hinweise auf zwei verdächtige Personen, die sich in der Nähe einer Telefonstelle aufhalten. Vielleicht die Bombenleger? Ja. Vielleicht die Bombenleger? Ja, vor allem der eine ist einfach erstmal von der Armee. Ne? Auf den Weg. Ich würde erst den, nein, nicht den, erst den anderen werfen lassen. Verstanden. Okay. Mal gucken. Müsste klappen. Ja. Nein. Verdammt. Nein. Zurück in den Wagen. Verdammt. Lass doch hoch. Ja, okay, der ist verloren. Ja, scheiße. Ja, leider. Okay, andere Sache. Ich hole mir hier einen Mannschaftswagen. Verdammt. Der muss mir mal mit der Blendgranate ausrüsten. Nein! Bist du denn... Oh Gott! Ich kann ja nicht so behindert sein. Was macht der denn? Der hat die Blendgranate falsch geworfen. Das Problem ist, jetzt kriegt eine Blendgranate. Doch. Schon unterwegs. Schnell.
Schnell. Schon unterwegs. Die anderen auch gleich. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schnell. Jetzt, jetzt müsste es klappen. Ja. Ja, ich hab beide. Bin dabei. Sei denn der Armeetyp ist stärker? Nein. Okay. Sehr schön, sehr schön. Bin unterwegs. Gut. Wichtig ist. Lag hier ein Opfer? Nein. Ist okay. Sieht hier ganz gut aus, glaube ich. Bin dabei. Doch. Verdammt. Bin unterwegs in Arbeit. Schnell. Schon unterwegs. Schaffst du. Ja, ich weiß. Ist in Arbeit. Ich habe diese Mission übrigens. Oh, ganz, ganz knapp. Sieht hier aus. Da ist kein, da ist keiner rein. Nee. Aber was ich vielleicht noch machen könnte, Feuerwehrleute. Ob ich die Feuerwehrleute. Ist okay. Das Opfer nehmen und schon mal in den Bus packen. Und der kann. Ist in Arbeit. Schade. Bin dabei. Und da muss ich dann aber auch einen Notarzt reinpacken. Auf dem Weg. So, okay. Mein Suchhunde-Dingsbums werde ich jetzt nochmal losschicken, weil vielleicht ist hier ja irgendwo noch was. Hier habe ich, glaube ich, ein Trümmerteil auch noch gar nicht angehoben. Und das wäre das hier. Ja. Das? Ne, das glaube ich. Ja, das kann sein. Aber da war, glaube ich, nichts runter, oder? Weiß nicht, irgendwie so. Aber sonst ist ja kein Trümmerteil mehr, ne? Nee, okay, also zurzeit haben wir die Mission im Griff. Ja, ist nicht genauso. Los geht's! Okay, der Schütze ist natürlich echt scheiße, dass der so viel einstecken musste, aber das ist halt das Berufsrisiko, ne? Ja, wenn man SWAT arbeitet, muss damit rechnen, angeschossen zu werden. Das stimmt. Das ist einfach so. Aber er wird's überleben. Und das, da bin ich mir sogar sehr sicher. Ich denk auch mal. Okay. So, des Weiteren. Oh, wie lange ist die Mission? Oh, die ist schon wieder 30 Minuten. Das ist schon ganz schön fett. Man weiß Feuer? Ja, muss man bedenken, dass wir am Anfang wieder noch ein bisschen aufgenommen haben. Okay, also Feuer. Es sieht richtig gut aus. Ich hätte echt gedacht, wir haben mehr Probleme mit dem Feuer. Ist okay. Aber ja, ich finde, das sieht also so im Großen und Ganzen sieht das doch schon nicht gut aus. Ja. Also ich glaube, wir schaffen die Mission diesmal gleich beim ersten Mal. Boah, das wäre auf jeden Fall cool. Wäre auf alle Fälle mal was Neues, denke ich. Der Polizeihubschrauber, den brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Kann der hier landen? Schon unterwegs. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Shit, ich hätte das kleine Stückchen nur nochmal anheben müssen. Wird gemacht. Warte, was ist jetzt mit meinem Hunde? Wird gemacht. Ein Moment. Den Hund drücken lassen. Bin unterwegs. Ich kann das nicht einfach so ziehen. Ist in Arbeit. Der sieht noch sehr gut aus. Und der? Der Feuerwehrmann oder was? Ja. Okay. Schon unterwegs. Arbeit. Sieht auch sehr gut aus. Und die können denn auf den zum RTW getragen werden. Schon unterwegs. Feuerwehrmänner sind insofern ja genauso schnell wie Träger. Echt? Ja, ich glaube schon. Bin unterwegs. Eigentlich ja seltsam, oder? Eigentlich ein bisschen komisch, ja, aber kann man, denke ich, mal mitleben. Das Kino kann man noch bestimmt wieder mit Sekundenkleber zusammenkleben, ja, oder? Ja, ich denke auch. Ist da was unternehmen? Das Problem ist, jetzt sind ja einfach zu viele Menschen. Ist okay. Ja, kann man die ja nicht alle evakuieren oder so? Schon unterwegs. Nee, leider nicht. Aber hast du auch schon versucht, ne? Roger. Sei denn, ich nehme hier mal so einen Trick. Schon unterwegs. Zum. Was ist das? Ich will das Ding ablegen, Mensch. Ansonsten habe ich den Kran. Ansonsten ist der Kran hier ja festgefahren. Bin unterwegs. Ist okay. Alter, unter ist auch nichts. Nee. Hier unter ist auch nichts, das heißt, ich müsste nur noch hier hinten mit dem Hund. Auf den Weg. Schon unterwegs. Los! Struppi! Dum 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 dum. Rex. Oder Rex. Commander Rex. Okay. Ja, Commander Rex, genau. Ah. Hä? Was? Oder heult er wegen dem
Feuerwehr machen? Denkbar. Bin dabei. Weil eigentlich hatte ich dieses Trümmerteil ja schon angehoben, ne? Bis ja. Hier. Hier war da eine Person unter. Ja. Okay. Naja, gut, jetzt sucht er weiter. Okay, so, einen Moment, hatte ich den Mannschaftswagen hier schon losgeschickt, dann kann ich den hier auch losschicken. Weil schon den unterwegs. Nicht mehr. Okay. Jetzt müssen wir nur noch alle Verletzten abtransportieren und ich hole mir, habe ich noch Budget? 8000 noch, was habe ich noch? Das ist nicht. Wie sieht eigentlich mit dem Feuer aus? Das ist schon längst aus. Okay. Bin dabei. Boah, diese ganzen Polizisten, ne? Die mir so derbe auf den Sack. Oh, hast du ja so viele geholt? Ja, muss man ja, um das ganze Kino abzusichern. Ja, schon klar, aber. Also, das Ding hatte ich schon angehoben, das Ding kann man nicht anheben. Bin dabei. Dann bin ich eigentlich nur noch dafür zuständig, das Ding anzuheben. Fahrzeug eingetroffen. Oder? Ja, ne? Ja. Also, da ist jetzt keine Person unter. Bin unterwegs. Ja, wie gesagt, dann passt es ja schon alles. Ja. Oder irre. Da ist noch nichts, da ist noch nichts. Ja, echt irre, wenn das ist, ja. So, einmal einen Moment. Kann ich das Ding? Nein, das kann ich nicht, aber ich kann dieses Wrack abtransportieren. Oh, fuck. Okay. Schon unterwegs. Bin unterwegs. So, einen Moment, einmal kurz gucken, wie sieht's bei denen aus? Bei allen sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, klingt doch sehr gut. Auf den Weg. Okay. Das muss ich natürlich nur machen. Ich hab einfach keine Feuerwehrmänner. Das Ding möchte ich nur der Ordnungshalber abtransportieren. Ja, weil, sag mal, einer von uns und. Bin unterwegs. Ich weiß, ich glaube, das war der Mannschaftswagen. Ja, aber trotzdem. Die ganzen Polizisten müssen dann einfach mit der Bahn nach Hause fahren. Sieht bestimmt lustig aus. Ja, finde ich auch. So, also wie gesagt, es ist eine anstrengende Mission, aber im Großen und Ganzen sieht es bei uns ganz gut aus. Jetzt muss ich halt nur noch mal kurz gucken, hat Lassie noch irgendwas gefunden? Ach, aber immer heißt er Lassie. Okay. Hä? Achso, das ist gar nicht der Hundeführer. Okay. Dann würde ich oben. Bin unterwegs. Weißt du, weil die Tasche mit dem roten Kreuz ist nämlich gar keine Tasche, da ist Hundefutter drin. Genau, da ist Hundefutter drin. Das ist hier Leckerli, ist das? Ja. Verdammt, hier ist noch ein großes Stück. Wo ist der Kran? Nee, das kann man noch gar nicht anheben. Okay. Wahrscheinlich sogar zu groß, oder? Manche, ja, genau. Die Stücke, die einfach zu groß sind, die kann man denn noch nicht anheben. Und hier vorne hatte ich, glaube ich, das hatte ich hochgehoben, das hatte ich, das ging nicht. Und hier vorne ist auch nichts mehr, von daher sieht das eigentlich gut aus. War auf jeden Fall eigentlich eine gute Idee, die ganzen Bäume zu fällen. Ja, es war auch gut, dass wir auch gleich die beiden Feuerlöschbrote hatten, wo eins wahrscheinlich zu viel war, aber trotzdem sehr praktisch. Ja, voll ist so. Bin unterwegs. So, Bombenleger haben wir auch, und meiner Meinung nach alle Verletzten haben wir auch. Auch wenn wir meiner Meinung nach den Psychologen nicht gebraucht hätten. Ja, okay, wir hatten sogar zwei. Ich meine, aber guck mal, er kann hier nochmal befragen. Einfach weil er es kann. So, jetzt bin ich aber echt gerade echt am Überlegen. Auf den Weg. Ob das alle Verletzten sind. Sollten eigentlich, ne? Ja, hier ist noch ein Arzt. Auf den Weg. Der kann da noch mit rein. Und ansonsten müssen es alle gewesen sein. Dann schicken wir die nach Hause und dann haben wir das ganze Ding auch gerockt. Bin unterwegs. Ja. Dann haben wir es endlich geschafft. Hoffentlich, hoffentlich. Ich meine, warum? Fangen wir nachher an, sogar mit Lenz. Mit LED Adventskalender. Aber dazu werdet ihr wahrscheinlich. Ach, das Ding ist voll. Auf den Weg. Nein, warte. Licht anmachen. Pam. Das wollen wir unbedingt einmal machen, oder? Ja. Guck mal, vor allen Dingen, jetzt hat er den Lichterbaum einfach an und fährt damit los. Oh. Ja, Ist das zulässig? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Komm, bestimmt auch schlecht Black the Vibe nachher. Ja. Ja, das stimmt, weil, wie man weiß, man fährt immer durch den. Was zockst du gerade? Und Blattwartest. Cool. Ja, das ist so. Es ist so, wie es ist. Ja. Man muss sich sogar nebenbei immer hin und hör dir auch zu. Nee, ich meine, ist ja auch wirklich so. Ich meine, das ist eine. Bleib stehen. Ich meine, die erinnern mich so nach vorne, die waren immer relativ kurz und. Das ist jetzt wirklich mal eine lange Mission. Oh Gott, hier steht noch irgendwo. Letztendlich ist es jetzt ja auch, sag mal, größtenteils geschafft, oder? Ich meine, viel kannst du jetzt auch nicht mehr falsch machen. Nee, eigentlich müssen nur noch die Verletzten nach Hause. Er nimmt jetzt noch einen Schützen und schießt damit den Kahn kaputt, sodass das. Kino anfängt zu brennen, das brennt alles. Ich hoffe auf jeden Fall mal,
dass das jetzt auch, hoppla. Auf dem Weg. Die Mission war. Auf dem Weg. Ja, ich. Ich ziehe mal meine Kräfte langsam wieder ab und den Rest macht natürlich der Putztrupp. Auf dem Weg. Mann, die müssen dafür echt viel Geld kriegen. Selbstverständlich. Ja! Mission erfolgreich, aber na, schlag ein, Maxman. Hast du es lange gebraucht, ne? Ich habe ein bisschen lange gebraucht. 22 Minuten insgesamt geht die Aufnahme noch ein bisschen. Also schon ganz schön lange. Aber bei uns stehen gerade. Findet der Personenschaden ganz gut? 37 Minuten? Ja, fast 40 Minuten, aber das ist bei den Emergency-Folgen so. So, wir gehen noch weiter. Und wir haben eine besondere Auszeichnung von Führen von Polizeieinheiten. Ich habe hier viel mehr mit Feuerwehr und Rettungsdienst gearbeitet. Aber ja, okay. Ich weiß auch nicht. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hier geschaut habt, dann schreibt doch alle mal YOLO MOLO in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Emergency 3. Haut rein. Ciao.